Hi, hallo, ich bin Andi von Fischkrankheiten24.de. Ich möchte euch heute ein bisschen was über die Weißmaulkrankheit zeigen. Die Weißmaulkrankheit ist eine relativ häufige Krankheit in der Aquaristik und sie ist nicht unbedingt nur so, wie sie heißt. Also sie kommt nicht nur am Maul vor. Ich kann euch das mal kurz anzeichnen, wie es aussieht. Also in der Regel, dass jetzt mal hier der Fisch ist. Dann startet die Weißmaulkrankheit wirklich hier vorne am Maul. Hier, das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Pilz oder wie so ein kleiner Schwamm in Weiß. Und die geht dann aber über den ganzen Fisch. Man sieht die am Anfang an den Schuppenrändern und dann geht die immer weiter und die kann den ganzen Fisch befallen. Das, was da passiert im Endeffekt, ist dann, oder warum die Krankheit tödlich ist, ist im Endeffekt, irgendwann verkleben die Kiemen, dann kriegt der Fisch keine Luft mehr und stirbt. So einfach ist es. Das Ganze basiert darauf, dass der Fisch Stress hat, ist also eine Stresskrankheit. Und das ist wie immer natürlich, auch hier solltet ihr die Wasserwerte überprüfen. Auch da wieder NO2. NO3, das heißt Nitrit und Nitrat. Das Nitrit sollte überhaupt nicht vorkommen im Aquarium. Das Nitrat, sage ich, unter 50 Milligramm ist in der Regel in Ordnung. Ab 100 wird es extrem kritisch dann langsam. Es gibt natürlich auch Fische, die sind empfindlich, also das ist mehr oder weniger ein Richtwert. 10 bis 20 ist top, also viel besser könnt ihr es nicht haben. So um den Dreh. Man kann die Weißmaulkrankheit auch relativ gut verwechseln, weil was nämlich relativ häufig vorkommt, ist zum Beispiel, dass Panzerwälze sich die Schnauze im Endeffekt aufscheuern. Das kommt vor allen Dingen vor, wenn man Panzerwälze nicht auf Sand hält, sondern zum Beispiel auf Säul. Säul ist relativ rau und dann bekommen die auch eine weiße Nase, da verpilzt aber praktisch nur die Schnauze. Das ist nicht die Weißmaulkrankheit, die dann über den ganzen Fisch herfällt. Ja, das ist auch so etwas, was man relativ häufig findet. Und ja, die Behandlung, gibt es Medikamente für, die verlinke ich euch in den Shownotes, wie immer. Das ist relativ straightforward und das war's eigentlich. Ihr könnt sie identifizieren, ihr könnt sie dann behandeln. Ich schreibe euch alles in die Shownotes. Ich freue mich natürlich auf einen Daumen hoch bei YouTube. Ich freue mich über Kommentare, damit wir ein bisschen unsere Erfahrungen austauschen können. Ihr könnt mich auch kontaktieren über fischkrankheiten24.de. Auch dort könnt ihr Kommentare hinterlegen und könnt auch auf Facebook mir was schreiben. Tausend Dank. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ciao.